Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Heute möchte ich in dem Podcast mal um etwas sprechen, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, womit wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern das Leben aller anderen auch eben verbessern können. Und das ist nett. Nett sein. Nett ist nett. Und nein, nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. Ich finde, nett bedeutet, dass man aufmerksam ist, dass man höflich ist, dass man freundlich ist, dass man respektvoll ist. Also all die Dinge, die wir manchmal ein bisschen vermissen bei anderen. Und da können wir uns fragen, wie schaut es denn mit unserer eigenen Nettigkeit aus? Und das ist ganz interessant, weil nett oft auch so einen Hintergrund hat von entweder oberflächlich oder falsch oder nicht authentisch oder so ein Gefühl, das will uns jemand manipulieren. Also da gibt es bei nett hängen so viele Dinge dran. Wir glauben ja auch immer, dass, es kennt ihr vielleicht dieses Wort, the survival of the fittest, also dass wir geglaubt haben, das stimmt übrigens nicht, dass wir geglaubt haben, dass der Fitteste überlebt. Und das war über lange Jahre in den wissenschaftlichen Bereichen eine Annahme, die sehr unterstützt wurde. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass nicht der Fitteste überlebt, sondern der Freundlichste. The survival of the friendliest. Also Wesen, die kooperiert haben, die mit anderen zusammengearbeitet haben, die respektvoll waren, die höflich waren, die sich gegenseitig einen Gefallen getan haben, die miteinander freundlich waren, die haben überlebt. Das darf man sich auch mal richtig auf der Zunge zu gehen lassen, finde ich. Und das nur so als Tatsache dahingestellt lassen und das Wissen, und es macht ja auch eigentlich Sinn, weil ich meine, wenn ich mit Ellenbogen durch die Welt gehe und jeder ist ein Depp, ja, mei, schön wird das Leben nicht für mich und für die anderen wird es auch nicht schön. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Bereiche von nett anschauen, gibt es ja das Nett, was aus dem Herzen kommt und aus dem Interesse kommt für andere Leute. Und da hängt ja auch immer noch dieses Gefühl von Beurteilung dran. Also ich sehe etwas, wo ich mir denke, das ist aber ein Idiot oder die ist aber blöd oder wie kann man nur. Und habe damit natürlich verloren Interesse und Mitgefühl und Akzeptanz, sondern schaue nur hin und denke mir, auf jeden Fall falsch. Das ist kein einfacher Schritt, den wieder zurückzugehen zu Interesse. Und Interesse ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, glaube ich, für nicht nur unsere Entwicklung, sondern auch für unser allgemeines Wohlbefinden und unser Zusammensein. Also das Interesse an der Welt, das Interesse an unserem Planeten, das Interesse an unseren Mitmenschen, das Interesse an unserem eigenen Sein, das Interesse an der eigenen Entwicklung, das Interesse an unseren Kindern, an Dingen, die wir neu lernen. Also wenn wir Interesse an etwas haben, dann öffnet sich ein Raum der Neugier. Ah, ist ja interessant. Ich habe oft Situationen gehabt, wo ich zum Beispiel eine Meinung nicht verstehe, die jemand hat, weil ich zu einem völlig anderen Schluss gekommen bin. Trotzdem habe ich Interesse daran, wie diese Person zu dieser Meinung gekommen ist. Dann frage ich sie danach, interessant, ich habe völlig andere Schlüsse gezogen als du. Wie kommst du zu deiner Meinung? Und ich frage das mit Interesse, also ich sage nicht, tja, also ich bin ja zu völlig anderen Schlüssen gekommen. Also wie kommt man nur auf sowas? Also ihr hört schon an der Stimme, das ist ja ein Podcast, den gibt es jetzt auch als Video bei YouTube, wo man schon merkt, der andere hat kein Interesse.
der will mich lächerlich machen, der findet, ich bin dumm oder blöd, aber Interesse hat er nicht. Vielleicht das Interesse, mich fertig zu machen oder das Interesse, dass er gewinnt oder sie gewinnt, das schon, aber nicht das Interesse, wirklich zu hören, warum und wozu ich zu dieser Meinung gekommen bin. Wenn ich das gehört habe und es etwas geändert hat in meiner Ansicht oder Meinung, dann teile ich das mit. Hat es das nicht geändert, dann diskutiere ich das nicht anschließend. Also es gibt keinerlei, ja, aber wie kannst du nur und das ist doch dumm oder hm. Ich sage vielleicht noch, interessant, ich habe diese Schlüsse draus gezogen, aber auch wieder nicht in dem Interesse, und hier ist der wichtigste Punkt, den anderen von meiner Meinung überzeugen zu wollen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der eine felsenfeste, geformte Meinung hat und ich habe meine Meinung dazu, dass der nach einem Gespräch sagt, Mei Sabrina, du hast ja völlig recht, warum ist mir das nicht aufgefallen? Stimmt, ich werfe jetzt alles, was ich bisher geglaubt habe, über den Haufen und ich glaube jetzt nur noch das, was du sagst. Das habe ich noch nie erlebt. Menschen ändern ihre Meinung, das natürlich, aber erst nachdem sie selbst darüber nachgedacht haben. Die haben vielleicht einen Impuls bekommen, die haben vielleicht dann nochmal gesagt, ah, das schaue ich mir nochmal genauer an oder das ist ja interessant. Aber sie haben nicht ihre Meinung geändert, weil ich anderer Meinung war. Und dann in diesem Miteinander entsteht ein Respekt für die Meinung anderer. Wenn uns das gelingt, als Gemeinschaft da wieder mehr hinzukommen, zu nicht diesem aufgeregten, hektischen, lauten Austausch, wo wir den anderen sofort zum Deppen machen. Und das ist so ein schöner bayerischer Ausdruck, den mache ich ja nicht ganz gerne, weil der so alles umschreibt, was das bedeutet, denjenigen für, ja, man hält ihn nicht für so gescheit oder so klug oder so wichtig oder interessant oder was immer. Auch manchmal, wenn ich Politiker sehe, die ich nicht begreife, wie sie zu ihrer Meinung gekommen sind, höre ich mir Leute an, die den wählen oder die Person interessant finden oder sie toll finden. Und dann höre ich oft Dinge, die habe ich überhaupt nicht beachtet. Ach so, das glaubt die Person, dass diese Art von Person dafür besser geeignet ist, weil sie unverschämter ist oder lauter ist oder frecher ist oder stärker ist oder irgendwas. Manche Leute wollen als politische Führung eine starke Persönlichkeit und da ist es denen nicht so wichtig, so sehr wichtig, was der Fokus ist, als mehr die Stärke ist das Wichtigste. Und in meinem Glaubenssystem glaube ich, dass wir die Politik wie A, muss die Politik ein Land anständig führen können und alle im Blick haben. Und dafür braucht es den Blick von der Politik wie den Blick von Eltern auf ihre Familie. Es gibt welche, die brauchen ein bisschen hier mehr da Unterstützung, andere kann man da ein bisschen mehr laufen lassen. Also da braucht es mehr Freiheit und mehr Erkenntnis. Und dazu müssen wir natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen. Aber da ich keine Politikerin werde, bin ich jetzt auch fertig damit. Zurückzugehen zu diesem Nettsein. Das Nettsein ergibt sich auch, wenn wir wirklich zu allen Leuten nett sind, nicht nur zur Familie. Es gibt ja oft so eine Gruppierungsgeschichte. Wir sind nett innerhalb dieser Gruppe. Ob es jetzt eine Religionsgemeinschaft ist, ob es jetzt eine Familie ist oder eine gesellschaftliche Gruppierung sind. Innerhalb dieser Gruppe sind wir nett, da sind wir extrem höflich, freundlich, zugewandt, aufmerksam. Und außerhalb dieser Gruppe sind wir es nicht mehr. Und das ist ein interessanter Faktor, weil wir sehen uns ja als nett, sind wir ja auch, innerhalb dieser Dynamik, aber wir sind nicht mehr nett außerhalb der Dynamik.
Das Nettsein bedeutet, dass ich auch bei so Sachen wie, ich war selber mal als junges Mädchen Kassiererin im Supermarkt. Also ich habe zu allen Menschen, die dort arbeiten, immer schon ein sehr respektvolles Gefühl gehabt. Und da sage ich auch immer was, ich lächle auch immer an, ich schaue auch genau hin, wenn jemand hinter mir, ihr spürt es ja, wenn jemand hinten ist und irgendwie, wie lange dauert es, dann lasse ich die vor. Also außer es pressiert jetzt so wahnsinnig, was bei mir selten der Fall ist. Wenn irgendjemand älterer da ist, dann auch jüngere, wo ich das Gefühl habe, oh, da könnte es mal ein nettes Wort vertragen. Also das versuche ich zu machen. Und das versuche ich durchzusetzen und ich gehe auch lächelnd durch die Welt und freue mich auch daran und versuche, ohne dass ich jetzt groß was erwarte, also ich weiß, dass wir alle in der Lage sind, ein energetisches Feld in einem Raum zu verändern und zwar jede einzelne von uns. Wir haben das alles schon erlebt, wir gehen irgendwo rein und dann erspüren wir, boah, das ist aber dicke Luft hier drin. Und das ist manchmal eine Person, die diese dicke Luft gestaltet, also Onkel Kurt, der irgendwie nervig ist und wo jeder dann schon sagt, Oder das ist eine Gruppierung, weil gerade was Schreckliches, eine schreckliche Information kam oder ein Eindruck von irgendwas entstand, der schwer ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, in einen Raum zu gehen, um den zu wechseln, um das zu ändern. Ich war vor kurzem wo eingeladen, wo viele Leute aufeinander trafen, die sich kaum kannten. Es ist immer mal hier drei und hier zwei und da. Und ich habe gemerkt, dass es von der Gastgeberfunktion keinerlei Versuch gab, was oft daran liegt, dass man es auch nicht gewöhnt ist, diese Gastgeberfunktion, keinerlei Versuch gehabt, diese zusammenzuführen, damit sie sich miteinander unterhalten und in der Hoffnung, dass die dann halt irgendwann einmal miteinander ins Gespräch kommen. Das passiert natürlich irgendwann mal, manchmal natürlich auch nicht, aber meine Tendenz ist schon immer als Gastgeberin, dass ich das forciere. Also ich sorge dafür, durch das, was ich mache, dass diese Gastgeberfunktion, ich bringe Leute zusammen, dementsprechend ausgeführt wird. Also entweder, wenn es eine kleinere Gruppe ist, stelle ich jeden Einzelnen vor, mache das in der Regel am Anfang vor allen, dass ich sage, warum diese Person da ist, was ich an ihr schätze und begrüße sie damit. Und dann weiß jeder, das ist das, das interessiert die Person, das interessiert die Person, da kommt die Person her, das mag die Person besonders gerne. Dann gibt es da schon Sachen oder wir machen ein Spiel zusammen. Also irgendwas passiert. Einmal erinnere ich mich, wie ich von Amerika zurückkam und mit meinem damaligen Liebsten zusammenzog, hatten wir verschiedene Freundeskreise, die alle sich nicht kannten. Und ich dachte mir, bis die sich kennenlernen, das dauert mir zu lang. Und dann hatte jeder, wir waren viele Leute, ich glaube, wir waren so 40. Also es ging nicht mehr diese komplett einzelne Vorstellung. Es wäre natürlich auch gegangen, aber es hätte eine Weile gedauert. Und dann habe ich ein Zettel, jeder bekam einen Zettel, da stand sein Name drauf. Und drunter musste er drei Personen herausfinden. Und das hatte ich vorher sorgfältig aufgeschrieben. Also ich hatte von jeder Person, die eingeladen war, drei Besonderheiten aufgeschrieben. Also zum Beispiel der eine, der war auf einer Reise in Afrika mit seinem Rucksack, die andere hat einen Flugzeugführerschein, die andere hat fünf Kinder, der andere hat ein Talent mit dem besten Apfelstrudel. Also ich habe diese drei Besonderheiten zusammengeschrieben, die ich wusste von jeder Person und habe dann nur gesagt, sie müssen die Person finden, die jetzt zum Beispiel in Afrika war oder den Flugschein hat oder eben den Apfelstrudel machen kann. Also die Leute waren gezwungen, kaum waren sie zur Tür drin und hatten was zu trinken, diese drei Personen zu suchen. Und wie findet man diese drei Personen? Indem man Leute anspricht und sagt, du siehst so aus, als könntest du einen anständigen Apfelstrudel machen. Also
Dadurch begann sofort eine Dynamik von Neugier, Interesse, Nachfragen. Und man wurde ja selbst auch, musste man ja auch selber gefunden werden, also man wurde selbst ja auch gefragt und man hat gefragt. Das war sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht und das habe ich immer mal wieder, also wenn ich in so Situationen bin, wo sich Leute nicht kennen und ich sie nicht einzeln vorstellen kann, mache ich das. Also es beginnt, um da zurückzukommen, wo ich in der Mitte war, dass wir in der Lage sind, diese Stimmung in diesem Raum verändern zu können. Ich kann also, und wenn ich sage, ich kann also, das heißt, jede und jeder kann also in einen Raum kommen, erspüren, und das tun wir ja meistens, was ist hier los, wie fühlt sich das an, mag ich das so, wie es ist, und dann sind wir in der Lage, das zu verändern. Und das können wir verändern auch als Gast, indem ich habe dann zum Beispiel eine Rede gehalten, dann haben wir zusammen gesungen und dann plötzlich hat sich was entwickelt und die Stimmung war anders und ein Miteinander war da und dann gab es noch ein Miteinander zusammen. Also das mache ich öfter, das passiert mir öfter, weil ich mich gerne in angenehmen Schwingungen aufhalte. Das ist also auch ein egoistischer Aspekt von mir, weil ich das gerne mag. Ich mag wenn ich mit jemandem zusammen bin oder in einer Gruppe bin, gerne auch diesen Austausch in der Gruppe. Und da bin ich bemüht, meinen Teil dazu beizutragen. Und den tragen wir nicht bei, wenn wir uns zurückziehen. Den tragen wir nicht bei, wenn wir gefunden werden wollen. Wenn wir gefunden werden wollen oder uns zurückziehen, dann hat das natürlich seine Gründe. Meistens ist es ein Grund, dass wir eine frühere Verletzung haben, dass irgendwas mit uns passiert ist, dass wir uns etwas nicht zutrauen, dass wir Zurückweisung erfahren haben. Das wird allerdings nicht besser, wenn wir uns mehr und mehr zurückziehen. Ich kenne das sehr gut, weil das war auch ein Wunsch von mir früher, dass Leute auf mich zukommen, schon als Kind habe ich das nicht erlebt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, bah, Sabrina, endlich bist du da, wie schön, lass uns zusammen spielen. Ich stand immer so ein bisschen am Rand und musste schauen, wie kriege ich mich da rein, meistens in eine Gruppe, die schon Bestand hatte. Und das kam immer mit so einem komischen Gefühl von Zögern und Herzklopfen. Ich weiß noch, ich hatte einmal, da sind wir gerade umgezogen, da war ich, glaube ich, 6. Da stand ich auf dem Balkon und schaute runter, wo die Kinder in dem Haus, es war ein großes Haus mit vielen Parteien, wo die Kinder gespielt haben. Und ich habe mich nicht runtergetraut. Und meine Mutter hat gesagt, jetzt geh halt einmal runter. Und ich habe mich nicht getraut. Und irgendwann einmal hat sich da unten ein Kind erbarmt und hat hochgeschaut. Und dann hatte ich das irgendwie ich habe gehofft, sie sagt, komm mal runter. Ich glaube nicht, dass sie das gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern. Aber ich habe mir dann Mut genommen, zusammengenommen und bin runtergegangen und stand dann so irgendwie so Scheps irgendwie da. Und dann kam schon irgendein Mädel auf mich zu und hat mich quasi begrüßt und mitgenommen. Und diese Bereiche, dieses aus dem Hintergrund in den Vordergrund treten, ist nicht allen von uns automatisch gegeben. Wir sind nicht alle aufgewachsen im Sinne von Juhu, da ist eine Gruppe fremder Leute, da stelle ich mich dazu. Sondern wir sind eher aufgewachsen mit fremde Leute, mögen sie mich, sind sie nett zu mir. Also das entwickelt sich erst, wenn wir mit einer Survival of the Friendliest, also das Überleben der Freundlichsten, wenn wir auf Menschen zugehen, und das ist ja auch in vielen Nationen passiert, man geht aufeinander zu und man arrangiert sich miteinander. Und jetzt, wo wir immer wieder auch durch Social Media erleben, wie viel Aggression und wie viel Kommentare vielleicht schnell geschrieben werden, erleben wir das als anders. Für mich sind manchmal so Kommentare, die Leute schreiben auf die Schnelle,
manchmal sowas wie Selbstgespräche. Sie sind alleine vor ihrem Computer, sie sehen was, ist niemand da. Dann kann man sagen, ja, was ist das für eine blöde Kuh? Und dann ist es weg. Man hat dann nicht 2 Minuten drüber nachgedacht. Was macht man denn damit? Freundlich ist es nicht. Und wenn wir beginnen, freundlicher zu sein, und zwar nicht aus einem manipulativen Grund, sondern wirklich aus dem Grund, dass wir alle wissen, dass die Welt angenehmer wird, wenn wir freundlich, höflich und respektvoll mit uns umgehen. Diese Großzügigkeit im Herzen, nicht nur innerhalb unserer eigenen Gruppe zu haben, sondern außerhalb unserer Gruppe zu haben. Menschen zu geben, die uns fremd sind, die wir nicht kennen, die wir denken, warum machen die das? Warum tun die das? Wir haben alle unsere Gründe, warum wir so sind, wie wir sind. Aber wir haben auch die Möglichkeit, uns zu verändern. Und wir haben besonders die Möglichkeit, unsere Gehirnstruktur zu verändern. Wir können, je nachdem, was wir üben, das wird unser Leben. Wenn ich übe, mich zu beschweren, das heißt, ich beschwere mich oft und beschwere mich oft und beschwere mich oft und beschwere mich oft. Was mache ich da? Ich übe, mich zu beschweren. Das übe ich. Das wird die Art und Weise, wie ich dann lebe. Wenn ich übe, interessiert zu bleiben, was Neues zu lernen, höflich zu sein, aufmerksam zu sein, dann übe ich das. Und je mehr ich etwas übe, das wissen wir, so selbstverständlicher wird es. Und selbst am Anfang, wenn wir das Gefühl haben, mir geht es aber nicht gut, ich bin müde, ich bin schlecht gelaunt, ich habe schlecht geschlafen, und dann in die Welt hinausgehen oder aus unserem Schlafzimmer rausgehen und unsere Familie sehen und uns daran erinnern, dass ich möchte nicht jemand sein, der seine schlechte Laune herauslässt wie ein Pfurz. Und dann stinkt das ganze Haus. Das möchte ich einfach nicht. Das ist nicht mein Selbstgefühl von mir. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, oh Gott, Sabrina kommt, shit, wo müssen wir uns verstecken? So will ich nicht sein. Ich weiß noch, ich habe mal in einer meiner früheren Beziehungen, wo der Partner von der Arbeit kam und in der Regel nicht besonders gut gelaunt war, habe ich in die Garage einen großen Zettel gehängt. Und da stand drauf, ich bin dabei, die wichtigsten Menschen in meinem Leben zu treffen. Ich freue mich, dass ich sie habe und werde ihnen freundlich gegenüberstehen. Die Person hat sehr laut gelacht, wie sie das Schild zum ersten Mal gesehen hat, und es hat auch für eine Weile gewirkt. Also dieses nett sein, freundlich sein. Ich versuche gerade sowas aufzubauen, und ich bin wirklich die Letzte, die sich mit Hashtags auskennt. Aber so Hashtags nett ist nett zu etablieren, damit wir uns wieder daran erinnern, dass nett wirklich nett ist. Lass uns beginnen. Nett ist nett. Wo immer wir sind, aufmerksam zu sein, wertschätzend, höflich, respektvoll. Einfach nett. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.